Hallo und herzlich willkommen hier auf lyrelda.de. Im heutigen Video schauen wir uns jetzt mal eine gedämpfte Schwingung an. Das heißt, bis jetzt haben wir uns immer Schwingungen angeschaut, die idealisiert waren. Das heißt, hier drüben im Schaubild seht ihr die blaue Skizze. Wir sagten, die Schwingung verläuft reibungsfrei. Und dann können wir sagen, die Elongation-Zeitgesetz sieht eben genau so aus. S von t ist S Dach, also die Amplitude mal Sinus Omega von t. Nun, de facto, wenn ihr das selber ausgebildet habt mit einem Pendel, mit einem Fadenpendel, einem Federpendel, was auch immer, habt ihr festgestellt, dass es nach kürzerer oder längerer Zeit, aber das Pendel sich doch wieder in der Ruhelage findet und sich ausgependelt hat. Ja, das ist der Fall, weil wir eben Reibung haben und sie nicht vernachlässigen können. Und jetzt wollen wir mal dem Ganzen ein bisschen nachgehen. Wenn ich jetzt einen Federpendel nehme und auslenke, der blaue Fall hier skizziert, würde bedeuten, ich lenke ihn um S1 nach oben aus. Und nun habe ich dem Ding Energie zugeführt. Es fängt an zu pendeln, aber ihr seht, wenn ihr das wirklich mal nachmessen würdet, dass es nicht genau wieder bis S-Dach nach unten ausschlägt, sondern bis ein bisschen weniger. Ich nenne es hier mal S2. Und dementsprechend hat es auch da wieder Energie in der Feder. Wir schauen uns also die Energie der Feder mal an in diesen beiden Punkten. W1, wenn die Feder nach oben gestaucht wird, naja, 1/2 dS1². Also d, die Federkonstante, S1, die Auslenkung, die wir selber manuell hier zugesteuert haben. Nun, die zweite Energie, W2, 1/2 dS2². Ja, weil wir auch aus der Ruhelage hier die Feder um S2 ausgedehnt haben. Also dS2². Nun können wir hier die Differenz berechnen. W1 minus W2. Also hier müsste hier natürlich mehr Energie drinstecken als hier unten, weil wir verlieren ja durch Reibung Energie. Wir wissen, Energie können wir da, die Energie, die da verloren geht, ist einfach das Produkt aus der Reibungskraft, die auf diesem Körper, in dem Fall hier, das Massestück wirkt, mal den Weg, Kraft mal Weg. Und der Weg, der zurückgelegt wird, ist S1 plus S2, nämlich die ganze Distanz hier. Also F-Reibung mal die Gesamtwegstrecke. Nun können wir W1 minus W2 natürlich auch noch anders ausdrücken. Wir haben hier also 1/2 d, das können wir ausklammern. S1² minus S2² ist gleich F-Reibung S1 plus S2. Jetzt kommt mal wieder ein bisschen Mathematik ins Spiel. Deswegen immer die dritte binomische Formel parat haben, vor allem in die Rückrichtung. Hier dritte binomische Formel, das ist nichts anderes als das Produkt S1 minus S2 mal S1 plus S2. Ich kann also durch S1 plus S2 teilen. Dann steht hier noch 1/2 d ist gleich S1 minus S2 gleich F Reibung. Jetzt teile ich noch durch d und multipliziere mit 2. Und ihr seht, hier steht S1 minus S2 ist gleich F Reibung durch d und das Ganze mal 2. Was bringt mir jetzt diese Rechnerei, dieser Ausdruck? Nun, S1 und S2 sind vollkommen willkürlich eigentlich gewählt. Das sind einfach zwei Punkte, die ich hier genommen habe, also zwischen Hoch und Tief. Ich hätte aber auch zwischen diesem nächsten Hohen und dem nächsten Tiefpunkt das wählen können. Und es hängt immer davon, dieser Differenz ist immer das gleiche wie die Reibungskraft durch die Federkonstante. Die Federkonstante ist konstant. Und wenn jetzt auch die Reibungskraft konstant wäre, dann würde das hier konstant sein. Was bedeutet das? Das heißt, die Differenz zwischen diesen und diesen Punkt ist gleich, zwischen diesen und diesen ist gleich und so weiter. Das heißt, schlussendlich haben wir hier einen linearen Zusammenhang und unsere
oszillierende Funktion, muss ich zwischen diesen zwei einhüllenden Funktionen hin und her bewegen. Ihr seht also, wir würden recht schnell da auf 0 kommen und die Differenz von einem bis zum nächsten Maximum oder Minimum wäre immer genau gleich. Jetzt ist aber der Fall, dass diese Reibungskraft eben nicht immer konstant ist und somit die Abnahme nicht direkt proportional zu F bleibt. Wir haben hier das Problem, dass F meistens von der Geschwindigkeit abhängt, die Reibungskraft, oftmals quadratisch, beim freien Fall oder ähnlich, manchmal auch linear. Oftmals reicht es auch, dieser quadratische Zusammenhang, also dass F von V Quadrat abhängt, linear, also dass es nur von V abhängt, anzunähern. Gehen wir mal von so einem Fall aus. Wir sagen also, sei nun F Reibung proportional zu V von T, was ja nichts anderes ist als S Punkt von T. Und schauen uns mal an, was für Kräfte da jetzt eigentlich auf unseren Massekörper, auf unseren Schwinger wirken. Nun, die Kraft, die wirkt, setzt sich einfach die resultierende setzt sich zusammen aus der Rückstellkraft, also der Kraft der Väter, F rück, und der Reibungskraft. Gucken wir uns das genau, alles ein bisschen genauer an. Nein, die resultierende Kraft ist nichts anderes als M mal A. A können wir wieder als S2-Punkt schreiben. Die Rückstellkraft, die Kraft der Feder, wirkt natürlich in umgekehrte Richtung wie die Beschleunigung. Also minus D mal S, Hooke'sches Gesetz. Und die Reibungskraft wirkt natürlich auch der Bewegung an sich, also hier entgegen, also wiederum minus. Und wir haben gesagt, sie soll jetzt linear abhängig sein von der Geschwindigkeit. Also nehmen wir einfach einen Faktor K, linearer Faktor, und sagen jetzt hier V oder direkt in S geschrieben, S-Punkt, die erste Ableitung. Ihr seht wieder, wir haben hier es wieder geschafft, eine Differentialgleichung aufzustellen. Jetzt ist das der Fall leider, dass die nicht so schön aussieht wie die anderen bei der harmonischen Schwingung. Und diese zu lösen ist nicht ganz so einfach. Und ich sage euch jetzt einfach den Ansatz, mit dem man dieses Ding lösen kann. Der Ansatz, den man wählen kann, wäre, man sagt, S von T sei jetzt in unserem Fall einfach eine Amplitude S' mal E hoch minus Delta T, also exponentieller Abnahme, und multiplizieren das Ganze mal Sinus Omega T. Wenn ihr das jetzt ableitet und das erhaltene Ergebnis nochmal ableitet und dann hier einsetzt, dann könnt ihr für Delta und für Omega Werte rausbekommen. Ihr müsst nur daran denken, dass hier ein Produkt, das heißt, ihr habt hier Produktregel und natürlich auch immer schön brav Kettenregeln beachten, weil hier haben wir eigentlich eine Kettenregel anzuwenden, hier oben. Wenn ihr das nun ausrechnen würdet, dann kommt ihr drauf, dass Delta hier oben durch einen Koeffizientenvergleich nichts anderes ist als K durch 2m, und Omega könnt ihr ebenfalls durch einen Koeffizientenvergleich erhalten, und dann merkt ihr, dass das müsste sein D durch m minus 4 m Quadrat, und hier oben müsste K Quadrat stehen. Wer Spaß daran hat, das mal hier zweimal abzuleiten und hier oben schön einzusetzen, wird das hier mit Koeffizientenvergleich rausfinden, aber es ist ein bisschen eine Rechnerei. Was bringt uns das Ganze? Wenn wir uns das hier anschauen, dann erkennt ihr das an diesem schönen Ansatz, der hier dann zum gewünschten Ziel führt. Hier hinten steht Sinus Omega T. Das ist nichts anderes als das, was wir hier blau schon eingezeichnet haben. Hier vorne steht E hoch minus Delta T. E hoch minus Delta T ist nichts anderes als exponentielle Abnahme. Das heißt, wir haben hier eine E hoch minus X-Funktion. Hier unten auch. Und jetzt zwischen diesen zwei Einhüllenden kann unsere Funktion noch oszillieren. Denn hier vorne, das hier ist unsere grüne Linie, unsere grüne Funktion hier beinahe. Und hinten Sinus Omega T, das nimmt nur Werte zwischen 1 und minus 1 an. Das heißt, das macht entweder diesen Wert hier kleiner, es macht ihn vielleicht 0, genau an diesen Stellen hier jeweils,
Oder es macht ihn sogar komplett negativ, indem es mit minus 1 multipliziert. Und dann sind wir genau an diesen Stellen hier. Und dann zieht unsere Funktion, unsere Schwingung, einfach so aus. Sie fühlt sich also genau zwischen diesen E hoch minus x und dem Spiegelbild davon. Nun, das Ganze ist natürlich auch wieder ein bisschen genähert. Die Differentialgleichung, die ihr dazu lösen müsst, wäre ein bisschen komplizierter. Ich denke, das vermittelt euch mal einen ersten Einblick in die Thematik und im Großen und Ganzen kommt das im Schulstoff meistens dann nicht ganz so zum Tragen. Nun, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut mal wieder vorbei auf www.nurella.de, besucht uns auf Facebook und bleibt uns gewogen.